Guten Morgen. Unsere Ausgangsbeschränkungen lockern sich. Die Freiheit kommt wieder, endlich. Aber wenn wir auf die letzten Wochen zurückschauen, dann war es nicht so schlimm, oder? Die Lebensmittelgeschäfte sind offen geblieben. Wir haben zu jedem Zeitpunkt einen vollen Kühlschrank gehabt, zu jedem Zeitpunkt fließendes Wasser gehabt, zu jedem Zeitpunkt Strom gehabt, zu jedem Zeitpunkt Internet gehabt, zu jedem Zeitpunkt Fernsehen gehabt, zu jedem Zeitpunkt Bücher gehabt, die wir lesen haben können. Wir haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, hinauszugehen, spazieren zu gehen, die Natur zu genießen und auch die Sonne zu genießen. Als die Ausgangsbeschränkungen begonnen haben, hat mir meine Schwester dieses Bild hier geschickt. Es zeigt die erste Ausgangsbeschränkung der Bibel, Noah. Ich habe heute noch einmal nachgeschaut. Der Noah war mit seiner Familie über ein Jahr lang auf der Arche. Mehr als den ersten Monat lang hat es die ganze Zeit nur geregnet. Die ganzen Tiere waren zum Versorgen und denen muss die Decke richtig am Kopf gefallen sein. Die haben keine Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Alle Menschen rundherum sind gestorben. Sie haben sich vielleicht gefragt, ob die Vorräte, die sie gebunkert haben, ob die reichen werden. Sie haben kein Internet gehabt, sie haben keinen Strom gehabt, sie haben vielleicht wenig Beschäftigung gehabt, außer ihre Verpflichtungen. Und vielleicht haben sie sich hin und wieder gefragt, ob Gott sie vergessen hat. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Irgendwann hat es zum Regnen aufgehört. Irgendwann sind die Wasser zurückgegangen. Irgendwann hat die Familie vom Noah und auch der Noah selbst erkannt, dass die Freiheit bald wiederkommen wird. Und sie haben darauf gewartet. Und in solchen Situationen fragt man sich vielleicht, was wird das Erste sein, was ich machen werde, wenn ich meine Freiheit endlich wieder zurück habe. Hast du dir diese Frage nicht auch gestellt? Was hast du dir vorgenommen? Die Familie wieder besuchen? Zum Obi zu fahren, zum Mecki zu fahren, so wie es viele andere gemacht haben? Was ist das Erste, was du tust, wenn du endlich wieder frei bist, wenn die Ausgangsbeschränkungen endlich vorüber sind? Das Erste, was dann Noah gemacht hat, ist, dass er Gott einen Altar gebaut hat. Dass er Gott gedankt hat für die Freiheit, die er wiederbekommen hat. War das bei uns auch der erste Schritt? Ich möchte uns ermutigen, dass es zumindest der nächste wird. Dass wir uns vornehmen, Gott dankbar zu sein für die Freiheiten, die wir wiedergewonnen haben. Die Freiheit, essen zu können, wann immer wir wollen, was immer wir wollen. Die Freiheit, fließendes Wasser zu haben, die Freiheit, Strom zu haben, die Freiheit, Internet zu haben, die Freiheit, Freunde treffen zu können, die Freiheit, Bücher lesen zu können, die Freiheit, in eine Arbeit gehen zu können, die Freiheit, am Abend aus der Arbeit wieder hinausgehen zu können. Wir haben eine Menge Freiheit und euch fallen sicher noch viele Dinge ein, die ich jetzt vergessen habe. Nehmen wir uns mindestens einen Tag lang, nehmen wir uns mindestens heute vor, dass wir mit offenen Augen durch den Tag gehen, dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Freiheiten wir heute eigentlich haben und dass wir Gott für diese Freiheiten Danke sagen. Lernen wir das für unser Leben.